Ja, es geht weiter mit der Trophy-Jagd. Trophys, die mir noch fehlen und vielleicht auch dir noch fehlen. Und vielleicht auch hier diesmal an der Tunguska Sterlet. An der Tunguska. Tunguska oder das sibirische Sterlet. 3 Minuten da, 3 Sterlet sind schon reingeballert. Das kann doch nur besser werden. Also testen wir doch mal hier ausgiebig den Sterlet-Spot. Soll auch schon seit ein paar Tagen gehen. Es gab schon mehrere Infos. Alden, teste doch mal hier und teste doch mal da. Sterletten hier an der Tunguska. Und wir stehen, ja, kurz vor Ende stehen wir hier. Also hier in der Area und werfen hier so rein. Ich messe das nochmal eben kurz aus, um hier eine genaue Entfernung zu haben. Also mal eben hier auf der Tunguska gucken. Und wir stehen ziemlich genau dort, genau, und werfen da rein auf 45 Meter. Das heißt, wir landen hier in diesem Zwischenbereich. Also 2-mal Kanten, 1-mal hinten, 1-mal vorne. Also mehrfach die Möglichkeit, dass wir eben genau auf Spots treffen, wenn wir hier in die Richtung auf 45 Meter werfen. Ich gucke gerade nochmal genau hin. Ja, also 40 bis 45 ist, glaube ich, nicht so schlecht. Weit darunter würde ich es, glaube ich, nicht probieren. Ich habe jetzt ein paar Mal ausgeworfen und habe nicht genau den Clip getroffen. Wenn man, also es muss man am besten natürlich genau ausjustieren mit dem Aufladen, dass man genau in den Clip gerade so reinwirft. Wenn man eben zu doll reinballert, flippt das Ganze ja wieder ein bisschen zurück. Aber ich glaube, hier in der Area ist das jetzt nicht ganz so wild, denn dieser Bereich hier, also hier zwischen dem ganz Dunklen und zwischen dem Hellen, das ist halt breit genug. Da haben wir schon ein paar Meter Platz. Das sind circa, ja, knapp 10 Meter hier. Und von daher können wir da einfach mal locker reinwerfen. Wie das Ganze abgeht, ich bin super gespannt, ob da jetzt gleich noch mehr geht, ob das jetzt hier in den Abendstunden besser geht oder gleich in den Morgenstunden oder sogar in der Nacht richtig abgeht, werden wir sehen. Das ist natürlich nichts, was hier auf hoher Frequenz normalerweise läuft. 3 Stück hintereinander ist schon mal ziemlich nice. Zack, im Idealfall gleich 4. Also, ich probiere hier natürlich auch, ich sag mal, vielleicht das 3., 4. Mal jetzt vielleicht allgemein auf Stör. Was heißt auf Stör? Auf Sterlet. Also so ganz oft war ich noch nicht auf diesen Fisch. Aber im Moment lübt es ganz gut. Sieht auch ganz nice aus, ne? Mit dieser bräunlichen Färbung, sehr schön spitz. Die kleinen braunen Sterlettis hier. Sehr, sehr, sehr nice. Und das Ding muss man doch irgendwann mal abhaken, oder? Irgendwann kommt das Teil doch rein, als selten deklariert mit dem lilanen Zeichen. Also, so, 70 Gramm Blei, oh, ziemlich genau reingegangen hier, oder knapp in die 45, so, ja, und jetzt heißt es, langsam mal gemütlich hier alles zusammenbauen, denn das kann natürlich jetzt noch ein bisschen dauern, bis hier ein bisschen was Gutes reingeht, und ob hier was Gutes reingeht, das werden wir später sehen. Ich ziehe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen durch, wir gucken uns natürlich nochmal gerade das Setup an. Was wir denn hier jetzt gerade im Ganzen haben. Ich bin mal ein bisschen mehr auf Nummer sicher gegangen, insoweit, dass ich jetzt hier einfach mal 500 Meter Schnur drauf habe. Also das hier, die geflochtene Schnur vom Weihnachtsmarkt, der ja hoffentlich bald kommt. Weihnachtsmarkt, Pomor, geflochtene Schnur, 500 Meter, super praktisch für gerade solche Situationen, wo man im schlimmsten Fall dann hier vielleicht auch mal einen Stör drauf hat, der einen vielleicht sogar ins Offene hin leerziehen will. Und mit Glück kann man den doch noch auf die Entfernung ein bisschen müde bekommen und wieder ranziehen. 31 Kilo schwer das Ganze, schmeckt. 70 Gramm Blei, ja, könnte man vielleicht auch ein bisschen schwerer reingehen. Da muss man nicht so ganz weit aufladen und vielleicht auch eins nehmen, was vielleicht so ein bisschen eckiger ist oder flach ist, dass sie eben schön bei der Strömung da ein bisschen hängen bleiben. Ich bin jetzt hier mal mit einem 2-0er-Haken reingegangen, habe aber auch schon 1-0er-Haken gesehen, aber auch schon 4-0er-Haken gesehen. Schwierig das Ganze. Ich bin der Meinung, gerade beim Sterlet reicht, glaube ich, erstmal ein 2-0er und das ist schon sehr groß. 1-0er müsste eigentlich auch dicke reichen, normalerweise. Also 2-0er für mich jetzt schon deutlich übertrieben.
Wie gesagt, ich habe aber auch schon 4-0er gesehen. Auch da sind Trophys raufgeballert. Funktioniert mit Sicherheit auch. Vielleicht ist auch da dann die Durchschnittsgröße ein bisschen größer. Kann man ja mal ein bisschen testen. Störmische. Ich habe jetzt hier einfach mal eine 0815 Standard Störmische genommen. Mit gehackten Würmern, mit Krill, mit Lehm, Flusswandermuschel, Krabbe, Muschel drin. Das Ganze klappt vielleicht sogar auch noch ganz gut hier auf Muschel. Ich gucke gleich auch noch mal in die Rekorde rein, beziehungsweise in die All-Time-Records, welche Köder noch alle so gut funktioniert haben. Und vielleicht haben wir ja dann noch mal irgendwo eine Möglichkeit, hier mit Muschel zu interagieren. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Übrigens immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt hier zwischendurch halt, wie gesagt, diese Kanten. Wir werfen ja an die Kanten. Und wenn wir da verkanten, dann ist es natürlich wirklich schlecht. So, noch mal ein bisschen weiter. Zack, jawohl. Dann ist es natürlich schlecht, denn wenn wir verkanten, nicht, dass wir da abreißen. Also immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Bremse. So, ich werfe jetzt hier noch mal ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, hier bei denen war ich noch nicht so ganz weit draußen. 70 Gramm noch mal deutlich mehr aufladen. Genau, dann kommen wir hier richtig schön rein in den Clip. Perfekt. Und jetzt hier auch noch mal ranziehen. 45 Meter noch mal richtig schön rausballern das Ganze. Und dann startklar sein. Wir haben gleich 23 Uhr. Also dann geht's in die Nacht. Na, reichte das? Ja, ziemlich genau rein. Also, bis 20 vor gerade bei mir hier. So, und jetzt können sie gerne reinballern hier, die Sterletten. Ich bin übelst gespannt, was geht. Ja, bisher macht das Ganze einen guten Eindruck. Ich werde es gleich erstmal hier schön noch ein bisschen durchziehen und dann gucken. Und dann gucken wir natürlich gleich auch nochmal in den Kescher rein. Und wir gucken natürlich auch noch, was das Ganze denn so bringt. Lohnt sich denn so ein Sterletti überhaupt? Und da haben wir schon 5 Uhr morgens. Die Nacht war ruhig, muss man sagen. Also nicht so richtig Sterlet ergiebig. Aber auch zum Glück keine Quappen, die uns dann die guten Köder wegfräsen. Also in Richtung Abendstunden ging nochmal ein Sterletti rein. Und jetzt hier ab 5 Uhr morgens bimmelt es langsam wieder los. Auch nicht verkehrt. Also rein mit den Dingern. Kann gerne weitergehen hier. Gewichtsmäßig auch nicht so schlecht. Gerade war noch eins hier mit 4,8, fast 5 Kilo dabei. Also, so kann es weitergehen. Zack, direkt wieder raus hier auf die 45 Meter. Hatten wir eigentlich schon die Futtermische? Hatten wir schon, ne? Wir sind eigentlich komplett durch. Also, Schnur, Vorfach, Hakengröße, Futtermische, klassische Störmische, wie gerade schon gesagt. Und ja, es läuft langsam los hier. Ich würde sagen, hauptsächlich Morgenstunden, Abendstunden. Ich glaube, das ist so wieder mal die Primetime für diese Fischis. Und dann hoffen, dass da richtig was reingeht. Und der hängt wahrscheinlich nur an der Kante. Ja, über die Kante rüber, flupp. Und dann geht es auf einmal auch deutlich leichter. Schön immer so ein bisschen nach oben halten, dass die eher nach oben gezogen werden. Und dann gib ihm. Nächste hier, 2,8. Also, das läuft doch schon mal ganz gut. Ich bleibe jetzt hier natürlich noch ein bisschen stehen. So. Und dann würde ich sagen, blende ich jetzt hier am besten gleich nochmal das Kescherbild ein. Ich werde es hier erstmal nochmal, ja, ich sag mal, eine gute Stunde durchziehen. Im Moment haben wir jetzt hier 28 Minuten und insgesamt 8 Sterletten. Nichts anderes dabei. Ja, silbermäßig. Das, wie gesagt, sieht man jetzt beim eingeblendeten Bild. Und ich würde sagen, einfach mal ausprobieren hier. Schön auf Sterlette, an der Tunguska. Und ja, toi toi, vielleicht bleibt es eben auch nur beim Sterlet und nicht auf dem Stör. Ein Stör will ich, glaube ich, hier gar nicht haben. Will ich, glaube ich, hier gar nicht haben, gerade bei der heftigen Strömung. Und dann auf dem Setup hier, wo ich gerade mal so mit 30, 31 Kilo noch klarkomme, wäre mir tatsächlich gerade zu viel. Aber ein Sterlet nehme ich doch gerne noch mit. Also, Petri Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Und natürlich auch gleichzeitig im Livestream auf YouTube, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri, oh, es bimmelt wieder. Bis dahin.